Ja, hallo, willkommen in der Halle 404, dem Magazin für die Kreativen. Und heute habe ich jemanden ganz Besonderes hier, nämlich die Katja Hergenhahn. Wir kennen uns von früher, also früher ist noch gar nicht so lange her. Ich habe bei dir eine Ausbildung gemacht für Improvisation auf der Bühne und du hast mir das gezeigt, wie das funktioniert und ich war sehr fasziniert. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hole ich dich einfach heute mal in die Sendung und wir unterhalten uns ein bisschen, wie es heute eben so geht in der Corona-Zeit. Ja? Vielleicht stellst du dich ganz kurz nochmal vor mit dem, was du machst. Ja, meinen Namen hast du schon genannt, Katja Hergenhahn. Ich bin vielseitig unterwegs. Ich habe eine Schule, wo ich tatsächlich eine Ausbildung anbiete für das Fach Schauspielimprovisation. Und dann habe ich ein eigenes Festival in Hessenweites, wo man Theater, Tanz und Performance sehen kann. Das ist biennal in Hessen unterwegs. Dann habe ich ein eigenes Ensemble, Improvisationstheaterensemble am PR-Theater Frankfurt. Und ich bin außerdem noch Vorstand in einem Landesverband. Der Landesverband heißt LAPROF, Landesverband für professionelle freie darstellende Künste Hessen e.V. Da hast also du viel zu tun. Viel aktiv in Hessen, muss ich sagen, ja. Ja. Aber auch in Frankfurt. Ja. Wie ist es denn gerade, frage ich mal so allumfassend? Es ist natürlich schwierig, Projekte zu starten, Projekte zu machen. Fangen wir mal mit der Schule zum Beispiel an. Kannst du denn richtig Unterricht machen? Also ist es machbar? Weil ich meine, Impro, man kann es ja nicht per Zoom-Meeting oder irgendwie anbieten, sondern ich denke, das muss man schon alles live auf der Bühne irgendwie probieren. Ne? Ist besser, auf jeden Fall. Analog ist immer besser in der Kunst, aber ich habe es auch digital gemacht. Ja, okay. Durchaus. Ja. Nee, das war eine spannende Erfahrung. Also ich fand es durchaus auch mal ganz interessant und auch positiv, sich mit solchen Medien zu beschäftigen. Aber bin auch froh, dass das jetzt wieder analog funktioniert. Es war ab Mai wieder möglich und da habe ich gleich zugeschlagen und habe gesagt, wie sieht's aus und wer ist dabei? Und klar gibt es natürlich welche, die sich dann vielleicht noch nicht so sicher wieder zurück in solche Räume bewegen. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Lust auf was Lebendiges schon da war und dass auch eine Sehnsucht da war, wieder was zu machen, was einem irgendwie eine andere Sinnlichkeit gibt. Und von daher habe ich meinen Betrieb wieder aufgenommen, nach der Sommerpause jetzt ganz regulär und ja, bin sehr glücklich darüber. Dann gehen wir direkt mal ins Thema rein. Also Thema Improvisation. Wie gesagt, wir können ja ein bisschen drüber sprechen. Ich habe es ja miterlebt, ich habe es mitgemacht. Aber vielleicht ein bisschen erklären, um was geht es denn da? Also Improvisation, es gibt ja drei Stufen. Also ich sage mal die Beginner, die Fortgeschrittenen und die Meisterklasse. Ich habe es ja alle drei mitgemacht. Mich hat es sehr fasziniert. Also es ist zum einen interessant, um Leute kennenzulernen. Es ist zum anderen interessant, um sich selbst kennenzulernen, wenn man da mit Leuten agiert. Man springt ja mal ein bisschen aus der normalen Lebensrolle raus und springt in Rollen rein. Und es fällt mal leichter, mal weniger leicht, ja, muss ich auch dazu sagen. Mich hat es sehr fasziniert, aber vielleicht erzählst du mal für Leute, die das nicht kennen, was es damit auf sich hat. Improvisation im Schauspiel, was bedeutet das? Ja, also vom Ziel her, vom Endergebnis her, kann man schon sagen, es ist Schauspielarbeit, also nachher auf der Bühne ist das ein Schauspiel, das aber eben nicht geschrieben oder geskriptet ist, sondern es entsteht tatsächlich aus dem Moment. Das macht den großen Unterschied und für mich auch eine gewisse Lebendigkeit aus, weil die Produzierenden halt gleichzeitig produzierend sind, während sie das machen. Und das spürt man auch. Das hat einfach eine ganz andere Vibration, sage ich mal so. Und ja, also die Einsteiger, die sind natürlich dann schon so immer mit so Fragen unterwegs, so wie kann das funktionieren, wie kann ich mich vorbereiten, weil man es ja auch gewohnt ist, sich vorzubereiten. Und natürlich kann man sich vorbereiten, das ist nicht so, dass man das jetzt einfach so aus dem Ärmel schüttelt, sondern dafür gibt es ja die Schule oder den Unterricht, dass man einfach verschiedene Blickwinkel lernt, auf was achte ich. Ich achte auf das, was mein Partner anbietet, aber ich gucke auch durchaus, was kann ich selber anbieten und da kriegt man so einen kleinen Handwerkszeugskasten aus dem Schauspiel, aus der Improvisation, viel aus dem Storytelling. Wir beschäftigen uns viel mit Geschichten erzählen. Das ist ein sehr, sehr großer Anteil. Wir machen sehr viel Brainstorming. Es geht darum, überhaupt sich mit Sprache und mit Wörtern zu beschäftigen, weil man ja durchaus in der Produktion von Sprache dann auch so ein bisschen lernen soll, kreativ mit umzugehen. Und ja, es ist ein recht großes Sammelsurium aus verschiedenen Bereichen. Auch Dramaturgie fließt damit rein, dass man sich damit beschäftigt, was kann eine spannende Dramaturgie in einer Geschichte sein. Aber das ist dann aufbauend. Also sozusagen, man macht die ersten Schritte und dann wird es intensiver, indem man sich eben durchaus auch mit Archetypen im Theater beschäftigt und mit Dramaturgie.
Das heißt, man spielt dann auch schon mal Langformen, also längere Sequenzen. Am Anfang fängt man mit kleinen, kurzen Sequenzen an, die werden dann immer länger. Und man kann dann bis zu abendfüllend improvisieren. Das geht. Das haben wir auch gemacht, ja. Ja, das habe ich auch sehr genau. Ich habe auch sehr viel mitgenommen von diesen ganzen Workshops, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bis heute, ich bin ja auch noch nach wie vor im Theaterbusiness unterwegs und habe die berühmte Heldenreise, die wir ja sozusagen alle bei dir gelernt haben, habe ich dann in die Stücke mit eingebaut. Und das hilft einem schon sehr, weil es ist ja gerade die Geschichtserzählung. Also eine Geschichte soll erzählt werden. Und die Schwierigkeit, also man denkt sich, naja, eine Geschichte erzählen kann jeder. Das ist nicht einfach, weil sie ja diese Gesetzmäßigkeiten hat, der Figuren und auch eine gewisse Reihenfolge. Man merkt ab einer gewissen Phase, dass man sich manchmal auch verrennen kann, ja, in der Geschichte, dass man eben irgendwo abbiegt, weil es ja eben improvisiert ist. Und dann nicht mehr zum Ende findet oder schwierig zum Ende findet, dann muss man mal eine Hilfe bekommen. Natürlich hat es, und das kommt nämlich die nächste Frage gleich, es hat auch viel mit Zusammenarbeit zu tun. Ja? Also es ist nichts oder ich sag mal so, ein Einzeldarsteller wird es schwer haben, wenn er sich nicht auf den Spielpartner oder die Spielpartnerin einlässt. Ja? Wie wichtig ist das denn? Also um es mal noch mal an Beispielen zu bringen. Ja. Ja. Naja, ich würde schon sagen, als künstlerische Disziplin ist das Schauspiel ein Mannschaftssport, wenn man es mal damit vergleicht. Improvisation wurde ja auch mit einem sportlichen Hintergedanken von einem gewissen Herrn Keith Johnson mal so auch theoretisch analysiert. Was ist denn überhaupt unterhaltungswert? Und er hat viel sich auch mit Sport auseinandergesetzt und hat dort eben so, ja, eben auch so Teamsport sich angeschaut und daraus geschöpft und dieses den Ball sich zuspielen zum Beispiel. Ja? Also das ist durchaus etwas, was in der Improvisation auf eine andere Art und Weise greift. Also dass ich dir einen Ball zuspiele und dir überlasse, was du damit machst und du spielst ihn wieder zurück und im Prinzip reichen zwei, um einen Ball hin und her zu bewegen. Aber wenn man dann in die Langform geht, dann ist es natürlich schön, eine bunte Figurenvielfalt zu haben. Und dann kann man natürlich auch ein richtig großes Ensemble machen. Also es kommt drauf an, aber mindestens zwei braucht es dann schon. Es gibt natürlich auch die Disziplin des Solo-Improvisateurs. Das ist mir manchmal wenig zu sprachlastig. Das ist dann meistens mehr Sprache und weniger körperlich. Das finde ich dann nicht so spannend. Aber es gibt auch welche, die das durchaus auch in einer körperlichen Art und Weise gestalten. Aber mich interessiert jetzt durchaus eher so das Team, die Teamarbeit und die Teamfähigkeit, die auch wirklich erst trainiert werden muss, wirklich auch als soziale Fähigkeit, sage ich mal so. Wir sind ja automatisch eher Neinsager oder Ja-Aber-Sager. Und das, was ich wirklich auch trainiere und wo ich sage, das hat auch einen gewissen Mehrwert so fürs Leben, ist halt die Methode des Sag Ja. Sag Ja zu Impulsen, sag Ja zu Ideen, zu Konzepten und schau dir das halt erstmal an. Ich meine, klar kann man immer noch seinen eigenen Weg gehen und seinen eigenen Stiefel machen, aber erstmal einfach auch zuzuhören und zu gucken, was kann ich denn da für mich rausholen, das ist durchaus eine Fähigkeit, die nicht so üblich ist in der Gesellschaft, sage ich mal so. Was für ein Typus Mensch kommt denn zu dir in die Schule und sagt, ich möchte improvisieren, lernen oder machen oder kann ich schon? Was sind das für Menschen, die das machen? Vielfältig, sehr vielfältig. Also es gibt Leute, die tatsächlich schon auch eine gewisse, also im Hintergrund eine Praxis haben, die in Kontakt oder in Beziehung steht zu der Arbeit. Das heißt, ich habe durchaus Filmemacher auch, habe ich. Die halt sagen, ja, Storytelling interessiert mich. Es sind auch Leute aus der Literatur, die schreiben. Es gibt auch Leute, die als Sprecher arbeiten. Das sind aber jetzt schon sehr nah Verwandte. Also es kann auch der klassische Pädagoge, aber es sind auch Banker, es sind Unternehmer, es sind Berater, der Coaching-Bereich. Also es ist eigentlich eine sehr durch die Gesellschaft sich durchziehende, gemischte Truppe. Auch vom Alter her eigentlich. Und ich muss sagen, ich finde das sehr spannend, weil eben auch hier so ein Prozess ist des Voneinanderlernens. Jeder hat ein ganz anderes Vokabular. Jeder spricht auf eine ganz andere Art und Weise, hat ein anderes Sozialverhalten und so weiter. Und diese ganzen
Dinge, die ja auch so ein bisschen autobiografisch mit auf die Bühne wandern. Das ist so bei der Improvisation. Man bringt viel auch eigenes Material mit. Und das ist halt toll, also da einfach auch zu sehen, welche Expertise da ist. Ne? So. Ja. Lauter Experten eigentlich. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch wirklich sehr genossen und ich habe viel mitgenommen. Und das, was du gerade gesagt hast, das kann ich also nur bestätigen, in diesem Sinne, dass man eben nicht nur jetzt im Schauspielbereich was macht, sondern dass man tatsächlich auch sich gerade mit Storytelling beschäftigt und mit einem Miteinander, also wie man lernt, wie man auf eine Person auf der Bühne spontan reagiert, ja. Du korrigierst es ja immer sehr schön, im Sinne davon, wenn es funktioniert, aber wenn es auch nicht funktioniert natürlich. Und das fand ich schon sehr interessant. Ja? So, weil klar, man bringt, ich sag mal, als Schauspieler, der verschiedene Sachen gemacht hat, schon natürlich verschiedene Skills mit. Ist manchmal gar nicht so gut, denke ich. Wenn man zuvor, also man sollte eigentlich mit keiner vorgefassten Meinung reingehen. Das ist eigentlich so was, was ich für mich jetzt so sagen kann. Ja? Also ich denke, wenn man unbedarft reingeht, ist es fast sogar besser, weil man schneller aufnimmt, als wenn man zuvor gefasst mit irgendwas ist. Ne? Gibt es da Leute, die sich schwer tun mit sowas überhaupt? Also klar. Ja, also es ist schon so, dass der klassische Schauspieler eigentlich, ich will jetzt das nicht pauschalisieren, aber durchaus gewohnt ist oder gerne eigentlich auch mit einem festen Konzept und einem Text arbeitet, weil er dann halt einfach auch in die Psychologie einer Rolle tiefer eintauchen kann und sich damit beschäftigt. Also im klassischen Theater, ganz klar mit Drehbuch und so weiter, ist das so. In der Improvisation gibt es kein Drehbuch, das Drehbuch entsteht. Und es entsteht nur dann gut und auch in Teamwork, wenn ich mich darauf einlasse. Wenn ich jetzt ein fertiges Konzept und eine fertige Rolle mitbringe, die mit der anderen aber irgendwie in keiner Weise in Beziehung treten kann, dann entstehen plötzlich zwei Geschichten auf der Bühne, weil die auseinanderfallen. Also der eine Schauspieler hat die Figur im Kopf und die und eine ganz andere Geschichte und die kommen nie zusammen. Das funktioniert tatsächlich nicht. Und das ist der Reiz, das ist aber auch das Risiko. Es hat beide Seiten, man springt ins kalte Wasser. Aber man ist auch sehr offen und sehr frei dabei, weil man eben keinen schweren Rucksack mit sich rumschleppt, was ich immer so toll finde. Und warum ich auch tiefer in gerade diese Form von Theater eingestiegen bin, man braucht eben nichts. Man braucht kein Bühnenbild, keine Kostüme, keinen Text. Man springt einfach auf die Bühne und spielt los. Siehst du, da hast du die nächste Frage schon eigentlich beantwortet, nämlich warum du das machst und auch gerne machst. Ja. Vielleicht nochmal vertieft gefragt, also wie bist du denn dazu gekommen, ist die Frage. Naja, also ich habe halt von meinem Studium her, habe ich mich ja mit Theaterwissenschaft und Theater und mit Theatermethodik auch beschäftigt und bin da auch vielleicht eher zufällig drüber gestolpert. Und was mich wirklich eben fasziniert hat, war, weil ich eben auch mit meinem ersten Ensemble, wir haben halt auch nach Stücken gesucht, nach Texten gesucht und so weiter. Und wir waren halt in so einer Phase, da wollte jeder die perfekte Rolle haben. Ja? Man ist so in einem Alter, wo man noch jung ist und jeder will sich irgendwie gut zur Geltung bringen. Und dann sucht man nach dem perfekten Stück. Das gibt es aber nicht. Es gibt kein Stück, wo jeder irgendwie super gleich glänzen kann und so weiter. Das war für uns eine frustrierende Erfahrung. Und dann bin ich auf diese eben sehr offene und freie Form gestoßen und dachte, das ist ja toll, weil letztendlich kann ich ja dann auf der Bühne selber irgendwie, jeder kann dann gucken, wie er irgendwie zu seiner Rolle findet oder welche Rollen er gerne spielt oder entwickelt und so. Und bin da einfach hängen geblieben. Ich habe auch andere Sachen gemacht, viele andere Sachen, viele komplett andere Sachen auch. Also ich habe viele Jahre auch Performancekunst und Installation gemacht, weil ich mich immer auf der Schnittstelle der bildenden und der darstellenden Kunst bewegt habe. Und war eigentlich zu der Zeit viel auch eher so im Galerienkontext unterwegs. Ich hatte noch so beide Seiten für mich offen und wollte eigentlich auch meine Abschlussarbeit, Studienabschluss über Performerinnen schreiben und habe mich aber dann doch mehr fürs Theater entschieden. Das hat vielleicht eher so auch biografische Gründe, weil meine Großeltern beide bildende Künstler gewesen sind und ich habe mich damit mit dem Thema Nachlass beschäftigt und dachte, ja, als bildender Künstler, dann vererbt man ja doch der nachkommenden Generation einen schweren Rucksack. Ja, das ist mein Rucksack. Und bei der Improvisation gibt es das nicht. Also
Ich hinterlasse meinen Kindern einen leichten, luftigen Rucksack. Ja, ist immer schön gedacht, denke ich mal. Es ist interessant, das so zu sehen. Eigentlich habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist wirklich sehr interessant, das so zu sehen. Weil man lebt für den Moment, ne? Ja. Also ja, es ist schon ein Nachlass. Also sich mit Theater zu beschäftigen und nicht mit der bildenden Kunst, das hat schon für mich, also war das Thema Nachlass irgendwann ein Thema. Ja, genau. Und natürlich auch das Lebendige daran, also dass ich bei der bildenden Kunst immer das Gefühl hatte, ich will eigentlich Aktion. Ich will nicht nur irgendwas irgendwo hinstellen oder an die Wand hängen, sondern irgendwie soll es lebendig sein. Und da war die Performancekunst so ein Zwischending. Und ich sag mal, auch aus ökonomischen Gründen mit der Performancekunst ist es auch schwieriger zu überleben. Ne? Ja, und dann, ja, so entwickeln sich dann Lebenswege. Ne? Aber ich denke, es ist ja schon wichtig, dass man auch, weil du jetzt gerade sagst, was weitergeben. Du hast ja diese Theaterschule, ja? Weil sonst könnte man jetzt sagen, man macht das jetzt nur für sich und spielt in Ensembles, aber du bist ja schon einen Schritt gegangen und hast gesagt, ich gehe das Risiko ein und mache auch so eine Schule, weil es liegt da ja dann doch irgendwo am Herzen, dass die Leute, dass diese Begeisterung, die du hast, die dann auch auf die Leute überträgst. Und das sieht man ja nun auch in der Ausbildung, wenn man das mal macht. Wie viele Leute hast du, oder wie viele Schulfächer, wie viele gibt es da so? Also du hast ja verschiedene auch... Sagt mir da Referenten, die das machen auch. Also du machst das natürlich als Ausbilderin, aber hast verschiedene Leute noch mit im Portfolio? Ja, meine Idee ist halt so gewesen, dass das Improvisation halt erstmal so, also Schauspiel und Improvisation erstmal so der Hauptstrang ist in der Ausbildung. Und dann habe ich verschiedene Dozenten, die nochmal spezielle Schauspielmethoden anbieten, die man eben auch parallel dann besuchen kann. Und für mich ist auch die Sprache an sich, also Dozenten aus dem Bereich Sprache, sein Sprachapparat zu entwickeln oder auch den Bewegungsapparat, also durchaus auch mal ohne Sprache und mit Körper zu arbeiten, so als Rahmen drumherum. So habe ich das Konzept angelegt. Okay. Und man kann dich natürlich auch auf der Bühne sehen, das ist ja klar. Ja, du hast eine eigene Theatergruppe, die das auch natürlich dann par excellence auch vorführen, wie das dann eben in der Improvisationskultur dann eben auch gezeigt wird. Wo kann man dich denn sehen? Wo kann ich mir denn sagen, wo gucke ich mir denn die Katja an, wenn ich sage, oh, das finde ich jetzt ganz toll, ich muss jetzt unbedingt mir eine Show angucken. Wo kann ich das denn machen? Das ist jetzt fast ein Zufall, dass wir uns ausgerechnet heute treffen, so ein paar Tage bevor es losgeht. Ja, also wir haben die Sommerpause genutzt und haben tatsächlich uns vorbereitet auf ein Corona-taugliches Format. Jetzt muss ich sagen, jetzt ist doch etwas in meinem Rucksack drin oder in unserem Rucksack drin, nämlich Masken. Wir haben gedacht, es ist die Zeit der Maskerade, das Vermummungsgebot ist ausgerufen, also man darf sich vermummen und da steckt unglaublich viel Spaß auch drin. Das ist... Ja, also in vielen, vielen Bereichen ist dieses Thema angesiedelt mit der Maske. Und da gibt es wirklich, also wenn man sich länger damit beschäftigt, vielfältige Möglichkeiten, mit Masken zu arbeiten. Naja, da haben wir jetzt die Sommerpause eben, wie gesagt, mit verbracht. Und unsere neue Show, die da heißt Vermummungsgebot, findet statt am 11. September in der Exzesshalle in Bockenheim um 20 Uhr. Sehr gut, dann brauchen wir natürlich die Webseite, das müssen wir alles verlinken, dass wir das natürlich auch direkt bewerben damit. Ja, darum das geht ja auch. Ja, natürlich. Das ist die Idee an der ganzen Geschichte, dass die Kunst nach vorne getrieben wird. Aber es ist natürlich ein spannendes Thema. Also und jetzt wird es nämlich tatsächlich sehr spannend, also es war die ganze Zeit schon spannend, aber jetzt wird es auf die Zeit bezogen spannend, nämlich Thema Maske, du hast es gerade angesprochen. Ich finde es gut, dass man das jetzt tatsächlich künstlerisch betrachtet, ja. Also erstmal bleibt nichts anderes übrig vielleicht, aber man kann es ja nun technisch machen, dass man sagt, na gut, wir müssen jetzt eine Maske irgendwie aufziehen oder irgendwas machen. Oder man baut es halt eben in ein Theaterstück mit ein oder baut ein Theaterstück drumherum. Was bedeutet denn eine Maske auf der Bühne? Gibt es da eine historische Bedeutung zu? Natürlich gibt es die wahrscheinlich irgendwie. Aber warum haben Leute Masken auf einer Bühne an? Also die Maske ist ja ganz alt, ist ein ganz altes Phänomen. Also es fing damit an, dass man sich irgendwelche Knochen mehr oder weniger vor die Stirn gebunden hat, also irgendein ein gehörntes Tier oder so, und ist dann eben in Trance verfallen und hat Kontakt mit dem Totenreich aufgenommen oder so. So ungefähr stellt man sich das heute vor. Und dann gibt es halt natürlich die Antike mit den Griechen. Und die Griechen haben die Auffassung gehabt, dass das Gesicht des Menschen
nicht ausreicht vom Ausdruck, also dass es zu blass ist und dass man deshalb es verstärkt durch eine Maske. Also dass es war zu, also man hat ja mit Göttern gearbeitet und man musste ja das Menschliche erhöhen sozusagen, und dann hat man eben die Masken dazu benutzt, weil das menschliche Gesicht nicht würdig war für eine Gottheit oder so. Also ich interpretiere das mal so und ich finde es auch sehr interessant, weil es ist irgendwo auch nachvollziehbar. Und dann erst viele, viele, viele Jahre später hat man dann sozusagen die Mimik entdeckt und dass man eben mit Emotionen arbeiten kann. Und dann gab es den Expressionismus, wo alles ganz groß wurde und ja, man auch zum Teil mit Fratzen gearbeitet hat. Und da sind wir ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Also jetzt sind wir beim relativ authentischen, völlig unverkrampften und unverstellten Gesicht, also eher so natürlich wie möglich. Und das sind so viele Entwicklungen eben gewesen, so im Bereich von Theater. Und dazwischen kommt auch die Commedia dell'arte, die eben mit der Halbmaske gearbeitet hat. Und irgendwie spielt da der Karneval mit rein. Also wie ist das mit dem Verkleiden? Warum verkleidet man sich? Was löst das aus, wenn Menschen sich eben in andere Figuren begeben? Auch, also wirklich andere Figuren, gar nicht Mensch mehr, sondern Tier oder was auch immer. Man kann dann plötzlich alles sein. Bringt eine Maske, jetzt mal unabhängig von der Corona-Geschichte, bringt eine Maske auch andere Persönlichkeitssachen hervor? Also wenn ich eine Maske aufhab, dass ich mich anders verhalte, dass ich eine Art Schutz vor mir habe, ist das sowas? Kann man das auch so sagen? Oder könnte man das so sagen? Also gerade ich rede vom Thema zum Beispiel venezianischer Fasching. Venedig, ja, man hat diese schönen Masken. Die Leute haben die Maske unter anderem wahrscheinlich auch aufgehabt, weil sie eben eine gewisse Jugend dadurch dargestellt haben, ja, zum Beispiel. Ne? Also nur als Beispiel jetzt mal. Also ganz bös gesagt ist, also im bösen Kontext ist Maske auch Tarnung. Okay. Und Tarnung ist ja durchaus auch, da stecken durchaus auch böse Motive dahinter, um seine Identität halt zu verstecken. Also es kann ein Lustspiel sein, es kann um Erotik gehen, aber es kann natürlich auch um sehr tiefe böse Absichten gehen, warum also jemand sich maskiert. Also ich sage ja, das ist eigentlich sehr, sehr vielfältig und man findet eigentlich auch heutzutage immer noch das Spiel mit der Maske. Also ja, einige Horrorszenarien kennen wir da. Wir kennen den bösen Clown oder so Serienkiller und so weiter. Also das Phänomen, das ist durchaus kein altes, sondern es gibt immer wieder so Phänomene, wo die Maske auftaucht und wo man sie dann auch im Film benutzt und weiterentwickelt. Und also für den Clown hat das einen ziemlichen Schaden genommen, muss man sagen. Das war diese Geschichte mit dem, naja. Es ist halt behaftet worden mit den negativen Sachen. Das ist ja der Punkt. Also wie ist eine Maske behaftet? In dem Fall war es natürlich dann über den Film. Also eine Filmpromotion hat im Prinzip, hat diese Horrorclowns erschaffen als Promotion-Gag. Aber es gab wirklich diesen Serienkiller, der ja mit einer Clowns... Also das ist dokumentarisch... Also es ist klar, dass den gab es und das wurde dann sozusagen in der Kunst aufgegriffen, wie das ja ganz oft so ist. Ja, ja. Okay. Ja, sehr interessant alles. Ja. Wir könnten Stunden reden jetzt, du weißt das. Aber wir haben uns immer so eine halbe Stunde als Format gegeben. Und genau. Ja, wenn Projekte sind, immer wieder gerne, wenn du möchtest, darfst du immer gerne über deine Projekte was erzählen, wenn du möchtest. Und ich fand es sehr interessant. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du da warst. Ja. Und jetzt schick mir die ganzen Leute zu dir in die Vorstellung. Wir haben den Platz. Also die Exzesshalle ist ein relativ großer Raum. Man braucht ja heutzutage eher größere Räume. Ich kann es noch nicht so genau sagen. Wir haben 1000. Keine Stühle gestellt, aber 1000, nein. Also unter 100. Unter 100, okay. Ja, man weiß ja nicht, was man darf. Ne? Also dann hoffen wir, dass du alles vollkriegst, dass ihr das machen könnt, was ihr also als Team, was ihr wollt, nämlich Theater spielen und Leute faszinieren und begeistern. Und so mich das auch begeistert und alles. Also eine sehr wichtige Sache, gerade in der heutigen Social Distancing Bewegung ist, dass man auch wieder zusammenkommt, ja, und wieder gemeinschaftlich Dinge tut. Das ist, finde ich, persönlich sehr, sehr wichtig und das findet beim Theater natürlich auch statt. Ja? Gut, in diesem Sinne vielen Dank und das war's wieder mit der Halle 404, dem Magazin für die Kreativen. Mein Name ist Axel Loh und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.